schon bewusst, dass 10% des Stroms der Deutschen Bahn aus Mannheim kommen? Und das ist Mannheimer Schloss. Genau ein Fenster mehr hat als Versailles. Der Mannheimer Hafen, einer bedeutendsten Binnenhäfen Europas, ist. Und die 5 höchsten Hochhäuser in Baden-Württemberg in Mannheim stehen. Lasst sich von uns mitnehmen auf eine Reise durch Mannheim, die von den Einwohnern auch liebevoll die Perle der Kurpfalz genannt wird. Zu Orten wie dem Marktplatz mit dem Markt und dem alten Rathaus, dem Paradeplatz und dem Wasserturm, dem Wahrzeichen der Stadt, an dem wir unsere Reise beginnen wollen. Der 1889 eröffnete 60 Meter hohe Wasserturm ist das Wahrzeichen der Stadt Mannheim. Er war notwendig, um auch die höheren Gebäude der Stadt mit Wasser zu versorgen. Er wurde noch bis ins Jahr 2000 als Reservebehälter genutzt. Mittlerweile liegt der Wasserturm mitten im Zentrum der Stadt. Das war allerdings nicht immer so. Zum Zeitpunkt des Baus befand sich der Turm vor den Toren der Stadt. Heute befindet sich der Turm auf dem Friedrichsplatz. Der größten zusammenhängenden Jugendstilanlage Deutschlands. Im Sommer ist der Anziehungspunkt viele Sonnenanbeter, die nicht nur die Sonne, sondern auch die besondere Atmosphäre genießen wollen. Überall auf dem Platz sind nautische Figuren aufgestellt, wie kleine Nixen und eine 3,5 Meter große Statue von Amphitrite, der Frau des Meeresgottes Poseidon, auf der Spitze des Wasserturms. Um den Friedrichsplatz mit seinen wunderschönen Brunnenanlagen sind heute bedeutende Gebäude der Stadt angeordnet, wie der Kunsthalle, ein Kunstmuseum, das aktuell eine neue Erweiterung bekommt. Und dem Rosengarten. Hinter diesem etwas romantischen Namen verbirgt sich ein 1903 eröffnetes Kongresszentrum im Jugendstil, das mit seinen 6000 Personen fassenden Nibelungensaal damals einen der größten Säle in Deutschland beherbergte. Zum Thema Brunnen gibt es übrigens noch eine kleine Anekdote. Bereits 1739 wurden auf dem Paradeplatz Hartbrunnen erbaut, die über 60 Jahre keine geeignete Wasserversorgung hatten, um betrieben werden zu können. Man hat es in diesem Zeitraum trotz Hohn und Spott nicht geschafft, eine geeignete Wasserversorgung aufzubauen. Aber 4 weitere Springbrunnen, die ebenfalls kein Wasser hatten.
Seitdem im 19. Jahrhundert die Probleme der Wasserversorgung endgültig gelöst wurden, sprudeln die Springbrunnen der Kupelo-Pyramide nun endlich zuverlässig. Übrigens, bevor die Pyramide 1743 nach Mannheim kam, stand sie bereits 32 Jahre im Düsseldorfer Schlossgarten. An der Stelle des heutigen Stadthauses im Quadrat N1 befand sich bis zum Abriss das im Krieg schwer beschädigte barocke alte Kaufhaus, das bis 1937 als Rathaus diente. Über eine Neubebauung des Areals gab es hitzige Diskussionen und abschließend sogar einen Bürgerentscheid, in dem es um einen Wiederaufbau in der historischen Form ging. Damals haben sich 83% der teilnehmenden Bürger für einen Wiederaufbau mit historischer Fassade ausgesprochen. Eine beachtliche Mehrheit. Allerdings war die Wahlbeteiligung mit knapp über 26% zu gering, sodass sich Bürgermeister Widder über den Bürgerwillen hinwegsetzen konnte. Über die Ästhetik des neuen Stadthauses im Stil der Postmoderne lässt sich streiten. Worüber sich allerdings kaum streiten lässt, ist der tolle Ausblick über die Stadt aus der Bahn im Turm. '42 wurde unter dem Paradeplatz ein Tiefbunker angelegt, der nach dem Krieg beispielsweise als Hotel genutzt wurde und noch heute existiert. In den Kriegsjahren wurden in Mannheim insgesamt 20 Hoch- und 32 Tiefbunker errichtet. Unter vielen bekannten Mannheimer Plätzen wurden Bunker angelegt, von denen noch heute einige erhalten sind. So gab es beispielsweise weitere unter dem Ehrenhof des Schlosses, dem Theatervorplatz, dem alten Messplatz, dem Bahnhofsvorplatz und dem Friedensplatz. Letzterer wurde in den 70ern für die Erweiterung der Kunsthalle einfach überbaut. Bei dem aktuellen Abriss für den Neubau der Kunsthalle muss er jetzt endgültig weichen. Aber zurück zum Paradeplatz. Hier kreuzen sich die beiden Hauptachsen der Innenstadt, die sogenannten Hauptplanken. Dabei gibt es Sichtachsen sowohl zum Wasserturm als auch zum Schloss. Bei Mannheim handelt es sich um eine Planstadt. Die Innenstadt ist seit Beginn des 17. Jahrhunderts gitterförmig angelegt. Die Straßen in den 144 sogenannten Quadraten besitzen keine Namen, sondern Kürzel aus Buchstaben und Zahlen. Übrigens, die geometrische Anordnung hatte einen ganz rationalen Hintergrund. Durch die geraden Straßen sollte es möglich sein, feindliche Truppen innerhalb der Stadt mit schwerem Geschütz zu beschießen. Die Stadt wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, konnte jedoch seine quadratische Struktur bis heute behalten. Neben vielen schlichten Nachkriegsbauten haben sich einige bedeutende ältere Gebäude erhalten. So ist in Blickweite von Paradeplatz der Marktplatz mit dem alten Rathaus zu finden, auf dem auch heute noch regelmäßig Märkte veranstaltet werden. Das ab 1777 gebaute Zeughaus im klassizistischen Stil ist der letzte Monumentalbau der Kurfürsten in Mannheim und gehört heute zu den Reichsengelhorn-Museen. Das Herschelbad ist das Vermächtnis des jüdischen Kaufmanns Bernhard Herschel, der durch die Spende einer 500.000 Goldmark den Bau ermöglichte. 1920 eröffnet, besaß es ein Frauenbad, ein Herrenbad und ein Volksbad und war eines der größten Hallenbäder in ganz Deutschland. Das Bad war bereits 1920 mit einem Wellenbad ausgestattet. Das Mannheimer Schloss wurde von 1720 bis 1760 erbaut und ist nach Versailles die größte geschlossene Barockanlage Europas. Nach einer nahezu vollständigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde es bis zum Jahr 2006, auch mit Hilfe privater Spender wie dem SAP-Mitbegründer Hasso Plattner, wieder aufgebaut. Heute beherbergt das Schloss die Mannheimer Universität. Thank you.
In Mannheim stößt man bei Schritt und Tritt auf Spuren der industriellen Geschichte der Stadt. Kein Wunder, bei einer so bedeutenden Industriestadt. In der Stadt und der Region wurden viele bedeutende Erfindungen gemacht. Beispielsweise wurde 1817 von Karl Drees das erste Zweirad und 1886 wieder von einem Karl, nämlich Karl Benz, das erste Automobil entwickelt. Andreas Plocken entwarf einige Jahre später das erste deutsche Elektroautomobil, ebenfalls in Mannheim. Viele dieser bedeutenden Erfindungen lassen sich auch im Technoseum, dem Landesmuseum für Technik Baden-Württemberg, anschauen. Ich persönlich finde ja den Hafen interessant. Hier lässt sich die Industrie auch heute noch spüren. Begleitet mich deshalb zum Mannheimer Hafen, einem der größten Binnenhäfen Europas. Im Hafengebiet arbeiten insgesamt etwa 20.000 Menschen. Wow, das ist wirklich ziemlich beeindruckend. Container, Container, soweit das Auge reicht. Seit 2014 wurden in Mannheim fast 8,5 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen, davon etwa 1,4 Millionen Tonnen Container. In anderen Gebieten des Hafens haben sich im Laufe der Zeit viele Unternehmen angesiedelt. Mannheim war zu Beginn des 20. Jahrhunderts der wichtigste Mühlenstandort in Deutschland. Hier wurde rund ein Viertel des deutschen Getreidehandels abgewickelt. Heute sind nur noch zwei Standorte als Mühlen aktiv. Dafür sind hier neue Unternehmen entstanden. Die Strecke Frankfurt-Stuttgart ist eine der am dichtesten frequentierten Bahnstrecken in Deutschland. Mit 110.000 täglich umsteigenden Reisenden ist der Mannheimer Hauptbahnhof der zweitwichtigste Knotenpunkt Südwestdeutschlands. Mit einer Fläche von über 200 Hektar und einer Länge von über 6 Kilometern ist der Mannheimer Rangierbahnhof sogar der zweitgrößte in ganz Deutschland. Mannheim ist insgesamt eine Stadt mit zwei Gesichtern. Auf der einen Seite gibt es viel Industrie. So ist beispielsweise der weltgrößte Landmaschinenhersteller John Deere auf dem ehemaligen Landsgelände im Lindenhof zu Hause. Auch der Kraftfahrzeughersteller Daimler stellt in Mannheim Lkw-Motoren und Busse her. Auf der anderen Seite ist man aber auch schnell am Rhein, im Grünen. Kann joggen gehen oder in der Sonne liegen.
einem der großen Parks gehen. Wir befinden uns hier im größten Park der Stadt, der Luisenpark. Nach einem beträchtlichen Bevölkerungswachstum im 19. Jahrhundert wurde bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts eine 30 Hektar große Parkanlage am Neckar eingeweiht. Im Park wurde 1927 als eines der ersten weltweit das Mannheimer Planetarium eröffnet, welches allerdings im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist. 1975 war der Luisenpark zusammen mit dem Herzogenriedpark Ausgangspunkt der Bundesgartenschau. Dafür wurde auf 41 Hektar erweitert. Zusätzlich wurde der Fernmeldturm mit Drehkaffee als Wahrzeichen errichtet. Der 212 Meter hohe Turm ist das höchste Gebäude der Stadt. Bei einem Stück Kuchen kann man innerhalb einer Stunde die ganze Umgebung aus der Vogelperspektive betrachten. Nachdem 8,1 Millionen Besucher den Park besichtigt hatten, wurde entschieden, einen Teil des Parks gegen eine Gebühr weiter zu betreiben. So befindet sich in diesem Teil heute ein Palmenhaus mit Schmetterlingshaus und Terrarien, mehreren Tiergehegen und sehr vielen Blumen im Sommer. In Sichtweite von Mannheim liegt das Schwetzinger Schloss. Das ehemalige Wasserschloss wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder verändert und diente bis 1778 vor allem als Sommerresidenz der Kurfürsten. Es zeichnet sich besonders durch seinen rund 70 Hektar großen Park aus, der sowohl im französischen als auch im englischen Stil gehalten ist. Im Park lassen sich mehrere verborgene Bauwerke entdecken. Neben einer Orangerie findet man, versteckt hinter Hecken und Wäldern, auch verschiedene Tempel, eine römische Wasserleitung und eine Moschee im türkischen Garten. Auch wenn das Schloss und der Park nicht mit Versailles aus meinem Heimatland Frankreich mithalten können, so zeigen sie doch den verschwenderischen Lebensstil der damaligen Herrscher. Heute bietet der Park mit seinen zahlreichen Bächen, Weihern und Stäuchern vor allem für viele Vögel einen guten Lebensraum.